Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht es wieder ums Gold tatsächlich. Es gibt wieder so ein kleines Waste of Money Video. Und zwar wollen wir heute ein bisschen Gold raushauen für ein paar Upgrade-Items. Wir sind nämlich hier in Eisenschmiede und dort gibt es seit Patch 9.1.5, das müssen wir rausbringen, ein paar Upgrade-Items. Und zwar können wir die Erbstücke auf Stufe 60, sowohl die Waffen als auch die Rüstungsteile upgraden. Und zusätzlich gibt es hier noch ein paar neue Speerkarten, um die Flugpunkte für die Zwings freizuschalten. Die sind auch nicht ganz günstig, jeder weiß 10.000 Gold. Die habe ich mir für einen kleinen Tollguide schon zusammengekauft gehabt. Und da haben wir schon 80.000 rausgehauen, 8 Speerkarten, A 10.000, 80.000 Gold. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie teuer das wird, wenn ich alle Erbstücke auf Max upgrade. Warum mache ich das? Erstmal, weil ich den einen oder anderen Twink vielleicht noch leveln möchte. Und ja, ich weiß, die Erbstücke bringen keinen EP-Bonus mehr, aber zumindest so ein kleine andere Boni, wie zum Beispiel, dass der Ruhebonus nicht so schnell verbraucht wird, was auch praktisch sein kann, wenn man den Twink ein bisschen schneller hochspielen möchte. Und zusätzlich brauche ich es tatsächlich für All the Things noch. Ich bin da jetzt gerade in den Account-Modus geswitcht. Und wenn wir da einmal reingucken, dann sind diese ganzen Upgrade-Teile auch hier drin. Deswegen muss ich sie eh upgraden, ne, für meine Collection. Und dann würde ich sagen, machen wir das. Und ich vermute, das wird ein paar hunderttausend Gold kosten. Und ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal die Teile. Ich habe mir das schon grob zusammengerechnet. Ich müsste von den Dingern... Ach, warte mal, kann ich die nicht im Bulk kaufen? Moment, da müssen wir jetzt einmal tricksen. Jetzt ist das halt blöderweise nicht oben. Boah, nicht, dass ich mir die falschen kaufe, ne? Also hier, das ist das Waffentoken. Wertet Erbstücke auf, sodass sie bis zur Stufe 60 geht. Funktioniert nur bei Erbstücken, die Stufe 50. Okay, also von denen brauche ich, glaube ich, 23. Das sind schon mal 172.000. Okay, Objekt ist beschäftigt. Oh nein! Nein, nein, warum stacken denn die nicht? Blizzard! Okay, die stacken nicht. Ja, gut. So viel dazu. Und jetzt muss ich mal gucken, wie lange dauert das mit dem Ab... Ach, muss da jedes Mal casten. Ja, gut. Ah, die sind dann maximal 59. Okay, interessant. Sind die sonst nicht immer auf die maximale Stufe hochgegangen? Also wenn man damals 120 war, sind sie doch auch bis 120 gegangen. Also Blizzard ist jetzt schon clever und macht die ein Level davor, weil die planen schon weiter. Man konnte nämlich immer... dann, wenn die nächste Expansion rauskam, immer noch ein Level mit Bonus-Leveln, aber das eine Level geben sie einem jetzt auch nicht mehr. Gut, die anderen App-Stücke sind jetzt hier auch schon nur tatsächlich 49 gewesen. Ah ja, gut, da wird überall gespart, wo gespart werden kann, ne? Dass man nicht mehr so weit leveln kann. Ein wenig schade. Vor allem, wenn man dann Max-Level-Char hat und... Naja, wenn man dann auf 60 ist und die Items 146 sind, da hätten sie ja zumindest, ne, für den Preis das Ding auf 160 machen können. Oder, weiß ich nicht, ich hätte sogar fast 180 noch okay gefunden, weil ihr müsst ja auch sehen, warte mal, die Schildhände, die zählen da nicht mit rein. Ja gut, dann habe ich mich eh verzählt, so wie es aussieht. Schildhände zählen nicht als Waffen, sondern wahrscheinlich als normale Items. Heißt, da müssen wir wahrscheinlich dann wieder was zurückgeben und mehr von den anderen kaufen. Spart aber so ein bisschen Gold tatsächlich, denn die Waffenteile sind ja teurer, ne? Ich habe mich anscheinend eh verzählt gehabt, weil jetzt sind hier noch drei und ich habe nur noch zwei Tokens. Da hatten wir alle geupgradet. Okay, anscheinend habe ich mich eh verzählt. Gut, dann müssen wir da ein bisschen mehr kaufen. Dann brauche ich drei mehr, dann müsste ich... Oh boy, das wären richtig viele. Jetzt brauche ich irgendwie über 70 Items. Gut, aber das reicht gar nicht vom Inventarplatz, oder? Na, wenn ich... Ich kaufe jetzt einfach 80. Ich glaube, mit 80 müsste ich gut hinkommen. Und ich glaube 79 brauche ich overall. Jetzt schauen wir mal, da haben wir 100% da auch. Das sind alles Waffen-Upgrades. Wo ist denn eine Rüstungs-Upgrade? Rüstungsupgrade muss 5.000 kosten. Vielleicht finden wir es so schnell. Ah, seht ihr, da haben wir es. Also, da kaufen wir jetzt einfach 79. Das kostet mich 395.000 Gold. Und das wird jetzt wahrscheinlich einen Ticken dauern, bis ich die alle rausgekauft habe. Oh ja. Ihr seht schon, ich habe hier Trade Skill Master. Da hat man die Möglichkeit, dass man hier mal umschalten kann zwischen dem WoW Standard EU UI, so rum, und diesem TSM-Fenster. Ich finde es immer
ein bisschen unübersichtlicher in dem TSM-Fenster, weil es halt relativ klein ist und du die Symbole auch nicht mehr so wirklich gut sehen kannst, aber du hast halt diesen immensen Vorteil, dass du, egal ob Blizzard dir es nicht erlaubt, Stacks oder halt mehrere Items zu kaufen, dass du trotzdem mehrere Items kaufen kannst. Und das ist sehr, sehr angenehm. Weil wenn ich jetzt hier das kaufen will und da auf mehrere Items, das geht nicht, ne? Das kann da immer nur eins kaufen. Und da klickst du dich ja zu Tode, ne? Also ich klick mich jetzt so schon zu Tode, weil ich jetzt hier fast 80 Dinger nochmal per Hand da draufklicken kann. Aber gut, ne? Das lässt sich nicht vermeiden. Aber dann nochmal 80 Mal knapp beim Händler die Teile zu kaufen, das ist ein bisschen unnötig tatsächlich. Was ich aber gut finde, dass es nicht mehr so haben, dass da 10 Stufen jetzt mittlerweile sind. Also die haben sie ja auch ein bisschen zusammengedampft, ne? Also dass du jetzt, vorher hast du ja, glaube ich, für jede Expansion einzeln die Dinger kaufen müssen. Und mittlerweile sind es ja jetzt, meine ich, 3 Stufen, die du hast, oder? Ne, 5 Stufen. Ah, doch, 5 Stufen hast du, okay. Auf jeden Fall hast du nicht diese mittlerweile 10 Expansion-Stufen, ne? Und manche Items, die fangen ja auch schon ein bisschen höher an. Zusätzlich habe ich jetzt übrigens hier eins von mehr Items, als ihr vielleicht habt, denn bei den Erbstücken ist es so, dass es ja einige hier beim Händler gibt, ne? Und einige dann nochmal beim Gildenhändler in SW oder Ogrimmar, je nachdem, ob ihr Horde oder Allianz seid. Und dann gibt es einige Erbstücke, die man tatsächlich im Laufe der Zeit nur temporär bekommen konnte. Zum Beispiel gibt es einige Waffen, und zwar von Garrosh in SOO, also in der Schlacht von Ogrimmar im Deutschen. Die Schlacht um Ogrimmar? Ich glaube, Schlacht um Ogrimmar ist es im Deutschen. Und dort hat man vom Endboss verschiedene Waffen, je nachdem, was man für eine Waffenspezialisierung hatte oder ein Spec dementsprechend, ne, bekommen. Und da habe ich zum Glück noch die Stangenwaffe. Die hat nämlich, glaube ich, auch mehrere Sockelslots. Ich müsste mal gucken. Hier, Höllschreis, irgendwas. Genau, das ist eine Stangenwaffe mit 2 Sockeln. Und da gibt es aber blöderweise auch mehrere Versionen von, weil da gibt es dann die Version aus dem LFR, da gibt es dann die Version aus dem, oder gab es da mal schon? Gerade überlegen. Ne, ich glaube LFR gab es nicht. Ich glaube, es gab NHC, HC und Mythic, und ich habe zum Glück die Mythic-Variante, also die beste. Das ist ganz nice. Die hat dann nochmal ein bisschen höhere Stats drauf und so, und dementsprechend hast du halt die Sockel. Das ist auf jeden Fall die beste Waffe für einen Guardian zum Leveln, und der ein oder andere weiß ja, ich habe ein bisschen mehr Druids, deswegen rentiert sich das schon, ne? Gut, muss man halt dann immer ein bisschen gucken, wo man die Sockel drauf kriegt. Es gab ja jetzt auch temporär mal so EP-Sockel, die konnte man da auch immer ganz gut reinmachen, auch schon mit und solche Geschichten. Genau. Und dann gibt es halt noch verschiedene andere. Hier Trinkets sind es, glaube ich, die man sich holen konnte in Warlords of Draenor war das, glaube ich. Da konnte man, als da am Anfang die Mythic Dungeons reingekommen sind, sich, ja, verschiedene Toys, nicht Toys, verschiedene Erbstücke erspielen, und da habe ich mir, glaube ich, alle geholt, ne? Deswegen habe ich hier oben ein bisschen eine höhere Anzahl als vielleicht der ein oder andere. Und dann gibt es hier noch andere Trinkets, die man über PvP-Aktivitäten gekriegt hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich die nachher auch nochmal zeigen kann. Da gibt es 2, die man hier über die Goribashi Arena in Stranglethorn sich geholt hat. Oder die kann man, glaube ich, immer noch holen, soweit ich weiß. Aber mittlerweile sind sie nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Und zwar sind das so. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die finde. Nee, hier wird nichts. Also die müssten auf jeden Fall noch drin sein. Wir werten ja nachher mal alles auf, dann werden wir sie schon sehen. Irgendwas des Kampfmeisters heißen die, glaube ich. Da habe ich es jetzt auch bloß übersehen. Hier waren die. Ah, genau. Nee, Verteidiger Champion. Ich glaube, Kampfmeister hieß das Grunditem, was man sich holen konnte. Und die haben halt Ausdauer Versa drauf, ne, wie ihr seht. Haben noch einen Effekt, da kannst du das Life erhöhen für eine kurze Zeit. Das ist halt wie die aktuellen PvP-Trinkets tatsächlich auch. Das Gute, was bis zu Shadowlands der Fall war, dass du über dieses Trinket 50% mehr EP in BGs bekommen hast. Und vor Shadowlands war es tatsächlich so, dass man über PvP oder BGs im Allgemeinen relativ gut leveln konnte. Und wenn dann nochmal 50% mehr EP gekriegt hast, das war sehr, sehr stark. Und die habe ich ganz gerne mal genommen. Da gab es 2 Stück. Eins halt, wie gesagt, über die Goribashi Arena. Da muss man die Goribashi Arena, glaube ich,
insgesamt 12 Mal waren es Gewinn. Also doch einige Male. Und da, ja gut, es ist alle 3 Stunden. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass das ewig selten ist. Aber das sind halt auch doch immer mal wieder ein paar andere Leute, die einem das streitig machen. Und dementsprechend nicht ganz so einfach. Und dann ist es noch so, dass man das halt auf einem Chart zusammenkriegen muss, ne? Dass man so eine Quest abgeben kann. Also, ja, ist schon ein bisschen aufwendiger. Und selbiges gibt es dann halt nochmal, ne? Die, ich weiß jetzt nicht, welches bei welchem gab, aber es sind im Endeffekt identische Trinkets, bloß dass sie halt anders heißen. Auf dem Dunkelmond-Yama, da gibt es ja auch so eine Arena. Und bei der Arena konntest du dann dementsprechend auch selbiges machen, so eine Kiste alle 3 Stunden. Wo war es alle? Ja, doch, ich glaube, es war auch da, alle 3 Stunden auf dem Dunkelmond-Yama. Und die hast du auch 12 Mal geholt und dann gab es dementsprechend das zweite Trinket. Wenn du beide hast, 100% mehr EP in BGs, das war eine starke Sache. Ich habe da viele Chars mitgelevelt. Leider hat Blizzard ja die ganzen Erfahrungsbonus von diesen Trinkets runtergenommen, so auch auf diesen PvP-Teilen. Und damit schaut man jetzt leider in die Röhre und die Dinger sind ziemlich useless, ne? Aber für die Sammlung ist praktisch, ich habe halt da ein bisschen mehr Dinger. Ist nice to have, aber bringen tut's nicht viel. Was ich halt auch habe, sind tatsächlich die Ringe, ne, die man vom Angelwettbewerb gibt es ja Ringe und dann von der Garnison über den Shipyard gibt es auch nochmal extra Ringe, also da habe ich mir die Sachen auch alle geholt. Dementsprechend bin ich relativ gut ausgestellt. Man kann tatsächlich noch mehr Erbstücke haben, wenn man halt alle Garrosh-Waffen sich geholt hat. Ich habe halt nur mit einem Char damals geradet, ne, und dementsprechend habe ich da leider nur eine. So, jetzt gucken wir mal, haben wir alle geupgradet? So wie es hier aussieht, ist jetzt alles auf 59 auf Maximum. Und damit sind wir durch. Fahren wir mal über den Händler drüber. Sagt er 100%. Und was sagt mein Geldbeutel? Wir haben ausgegeben 625.000. Ah, hatten die bei mir im Stream-Chat recht. Relativ viel Asche tatsächlich. Aber wenn man jetzt so die letzten paar Male vergleicht, was ich da rausgehauen habe, geht es sogar noch. Ne? Das wollte ich jetzt schon mir eigentlich vor längeren Zeiten kaufen, also als der Patch gleich rausgekommen ist, ich bin jetzt irgendwie nicht zugekommen, aber jetzt haben wir das alles mal eingetütet und ja, doch wieder ein bisschen Gold rausgehauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch das auch holt, ob es euch das wert ist oder ob ihr sagt, nee, das ist komplette Goldverschwendung, die Dinge abzugraden, rentiert sich nicht. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ich dachte mir, für die Sammlung nehme ich es mal mit. Fürs Twinken ist es, denke ich mal, auch nicht von Nachteil, wenn man die Dinger mal abgegradet hat. Gut, damit sind wir am Ende vom kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.